bekannt. Bei der Alternative Kohlrau sind die Frauen entschiedener und sie werden damit auch mehr entscheiden. Nur ein Zehntel aller Frauen weiß noch nicht, wie sie wählen sollen, und Johannes Rau findet mehr Zuspruch. Doch nun, wenn am Sonntag Wahl wäre, die Union würde davon profitieren. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Das ist das Ergebnis. Zur Bundestagswahl am 25.01.1987 sehen Sie eine Sendung der Christlich-Sozialen Union in Bayern, CSU. Unser Volk hat sich 1945 nicht aufgegeben. Die Einheimischen haben zusammen mit den Vertriebenen und Flüchtlingen die zerbombten Städte und Dörfer wieder aufgebaut und der Bundesrepublik Deutschland eine neue politische, wirtschaftliche und soziale Ordnung geschaffen, die auf der Grundlage der freiheitlichsten Verfassung der deutschen Geschichte materiellen Wohlstand, soziale Sicherheit, inneren und äußeren Frieden und vor allem ein Leben in Freiheit sichert. Ein Leben in Freiheit. Das verlangt auch die Einhaltung von Recht und Gesetz. SPD und FDP lehnen wirksamere Gesetze ab, die dem Schutz des Bürgers vor Gewalt und Terror dienen. Und manche in der SPD und bei den Grünen zeigen sogar mehr Verständnis für Gewalttäter als für die Aufgaben der Polizei. Für die CSU gilt der Grundsatz: Wer in der Politik nicht alle gesetzlichen Möglichkeiten gegen Terror und Gewalt schafft, macht sich mitverantwortlich für zukünftige Straftaten. Bei der Sicherheitspolitik sagt die CSU nicht, was ankommt, sondern worauf es ankommt. Dazu Franz Josef Strauß. Wir werden nicht zurückweichen. Wir dulden keine rechtsfreien Räume. Die CSU hat schon als Oppositionspartei mit allen parlamentarischen Mitteln gegen die Sicherheitspolitik von SPD und FDP gestimmt und mit eigenen Vorschlägen wirksamere Gesetze angestrebt. Es gibt einen Gesetzentwurf der CDU-CSU-Fraktion zum Schutze friedfertiger Demonstrationen und Versammlungen vom 30. Juni 1981. Es gibt einen Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des Versammlungsgesetzes und des Strafgesetzbuches. Auch die innere Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil der Glaubwürdigkeit einer Regierung und der von ihr garantierten demokratischen Ordnung. Es gibt hier keine neuen Vorschläge. Die Politik der CSU richtet sich nicht an der Bequemlichkeit, sondern an der Richtigkeit eines Weges aus. Und deshalb gibt es zu dieser Politik der geschichtlichen Erfahrung, der freiheitlichen Orientierung und der deutschen Verantwortung keine Alternative. Bitte unterstützen Sie den soliden und klaren Kurs der CSU. In Verantwortung für Deutschland, beide Stimmen für die CSU. Zur Bundestagswahl sahen Sie eine Sendung der Christlich-Sozialen Union in Bayern, CSU. Liebe Zuschauer, um ein von Militärs und Wissenschaftlern verstecktes, notgelandetes UFO und um zwei Astronauten, die unbedingt seine Existenz nachweisen wollen, geht es in dem amerikanischen Spielfilm Geheimsache Hangar 18. Darren McGavin, Robert Vaughn und Gary Collins spielen die Hauptrollen in dem spannenden Science-Fiction-Krimi aus dem Jahre 1980, den wir Ihnen jetzt in deutscher Erstaufführung zeigen. Wir senden den Film in Zweikanaltonen und falls Ihr Gerät für Stereoempfang ausgerüstet ist, haben Sie die Möglichkeit, auf Kanal 1 die deutsche Fassung und auf Kanal 2 die Originalfassung zu empfangen. Auch die offiziellen Dementi.